Willkommen zum Themencheck mit Hans A. Bernecker. Nach dem Risiko die Chance. Das ist unser heutiges Gesprächsmotto. An der Börse darf man ja ruhig mit der Masse schwimmen, allerdings am besten vorne und nicht hinten. Und in diesem Sinne dürfen Sie gespannt sein, wenn bereits jetzt auf Chancen geschaut wird, während man am Markt vielleicht noch mit dem Vergrößerungsglas vor allem auf Risiken blickt. Es dürfte ein recht differenzierter Blick heute werden, also nicht nach dem Gießkannenprinzip. Es geht auch um den Charakter des Marktes und somit auch um wichtige strategische Leitplanken. Also wichtiges Gespräch, viel zu besprechen. Starten wir durch. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Tessen. Ich freue mich. Wir gleich in Medias Res. Nach dem Risiko die Chance, wenn wir nur auf die Markttechnik schauen, bei Indizes wie dem Nasdaq Composite oder auch beim S&P 500, dann erscheint es ja fast etwas früh, jetzt schon den Blick auf die Chancen zu richten. Denn in beiden Fällen besteht ja charttechnisch durchaus noch Luft nach unten. Wie hat man also unser heutiges Gesprächsmotto zu verstehen? Ich bin in der Regel sehr früh. Beim Ausstieg war das im letzten Jahr etwas zu früh, für die Techs insbesondere. Und ich bin gern früh dabei und nehme es gerne in Kauf, etwas länger zu warten. Die Situation ist jetzt ähnlich spannend, denn wir haben in der letzten Woche uns über die makroökonomischen Risiken unterhalten und die sind eingepreist. Die Begründung habe ich gegeben, daran ist nichts zu ändern. Vielleicht die eine oder andere Ergänzung. Wenn über Rezession gesprochen wird, dann kann ich nur sagen, alle, die heute noch beruflich tätig sind, wissen überhaupt nicht, wie eine Inflation abläuft, denn die letzte lief von 1973 bis 1984. Da ist kaum noch jemand dabei. Ich glaube, ich bin der Letzte. Die Rezessionen in Deutschland ablaufen seit 1961, der ersten D-Mark-Aufwertung, um da mal 5%, könnte ich Ihnen ebenfalls erzählen. Alles das ist lebendige Börse, aber das würde zu weit führen. Kurzum, die Risiken sind eingepreist, aber wie gesagt, die makroökonomischen. Ab heute geht es darum, was macht die Politik daraus für ihre eigenen Darstellungen und darauf zielt die Zukunft. Das ist der Aufhänger. Was heißt Perspektiven? Auf die Politik in der Ukraine oder die deutsche Außenpolitik möchte ich nicht gesondert eingehen. Das lohnt sich nicht, ich habe meine Meinung dazu gesagt. Die Zurückhaltung des Bundeskanzlers teile ich, Herr Fürther sieht das richtig und ist wohl der Einzige, der das mit einigermaßen mit Gefühl oder Kenntnis in der seiner Zurückhaltung sich richtig verhält. Nun, um einen Markt strategisch richtig anzupacken, kann es ja wichtig und entscheidend sein, den Trendcharakter zu verstehen. Also in welcher Weise erwarten Sie den weiteren Börsentrend, auch im Kontext der veränderten Zinslage und der künftigen Notenbankpolitik? Das ist ja auch ein Einflussfaktor. Wie hat man sich den künftigen Trend vorzustellen? Zunächst muss klar sein, und da stelle ich voran, ohne 0% Zinsen und der Gießkanne im Geld gibt es keine neuen Rekordkurse vor 2024. Diese Illusion muss ich leider allen nehmen. Ausnahme wird es geben, aber das ist nicht die Regel. Wir haben uns also darauf einzurichten, zu sagen, wie hart haben die Märkte oder der Markt reagiert, welches Erholungspotenzial hat er zunächst anhand der jeweiligen politischen Schritte, Zinsen, Inflation. Wir können darauf noch gelegentlich eingehen. Und was kann ich daraus machen? Grundsätzlich gibt es in einer solchen Situation zwei Ausgangsbasen. Das eine ist Top Value, das andere ist Comeback. Top Value heißt, ich investiere in Aktien mit einem hervorragenden Produkt oder Produktportfolio, B mit einer klaren Strategie als Firma oder auch und auch mit einer klaren Kommunikation an den Markt, das heißt eine Botschaft. Diese Aktien haben rund 20% nur verloren, weniger als der Markt, und haben natürlich eine geringere Aufwertungsmöglichkeit oder Erholungsmöglichkeit. Aber dafür sind sie relativ sicher in der Erwartung und damit in den Investments der großen Fonds, Vermögensverwaltung und so weiter. Das Gegenteil sind die Comebacks. Das sind die Aktien,
die um 40% gefallen sind, 35, 40, teilweise 50% gefallen sind, keineswegs schlecht sind. Die sortiere ich ohnehin aus, in der Qualität eigentlich als solide anzusehen sind. Und die haben ein Erwartungspotenzial als Erholung, also als Comeback, bis zu 50%. Das klingt bombastisch, ist aber die Realität. Wir sind bereits, die Aktienbörse sind in Position gegangen. Wir haben in der Aktienbörse 18, also vor drei Wochen, die wichtigsten 15 Aktien im DAX nach diesen Kriterien aussortiert. Wie weit war damals das Restrisiko noch anzunehmen? Und wie erweist sich dies als Ausgangsbasis? Circa zwei Drittel dieser Kurse oder Auffangkurse sind schon eingetroffen, sind aufgegangen. Ein Drittel bleibt noch offen. Ich lasse die Limits stehen. Jeder, der nachlesen will, schaut sich auf der Webseite bei uns diese Nummer an, AB18. Die jüngste Nummer für den MDAX, das war in der letzten Woche, habe ich genauso aufgebaut, nämlich für 18 Werte von 50 Werten im MDAX mit einer breiten Spanne, mit einer Dreifachstaffel, Kursstaffel. Warum? Alle diese Werte sind relativ markteng, schwanken also stärker, sind volatiler, häufig mit 3, 4, 5% am Tag hoch und runter. Deshalb muss man mit einer Staffel arbeiten. Das mache ich immer gern, das habe ich immer gemacht. Und damit erwischt man einigermaßen den möglichen Tiefstwert oder den optimalen Tiefstwert. Auch hier bitte kann jeder sich nach orientieren über unsere Website in AB21. Ich betone, die Erholungspotenziale sind nicht die Trendpotenziale von übermorgen, also langfristig, sondern die für die nächsten 6 bis 12 Monate. Also ein Jahr gerechnet bis Mai oder Juni 2023. Wie Strategien und Ideen honoriert werden, erlebten Sie gestern im Falle von Lanxess mit einem Kursgewinn von 12% an einem Tag, allein aus der Tatsache, dass Herr Sachert als Chef von Lanxess die ganze Firma umbaut, zusammen mit DSM, mit den Holländern. Und das bewertet der Markt entscheidend. Also nicht der Gewinn je Aktie in kleinen Formen ist wichtig, sondern die Idee, die Kreativität, wie man aus einer besonderen Lage heraus eine Firma neu aufbaut, dynamisiert, neu gestaltet, um im Markt auch wahrgenommen zu werden. Ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit noch einige solche Fälle gibt. Die Frage Gas spielt natürlich die wichtigste Rolle. Alles, was ich jetzt gesagt habe, bleibt richtig, solange Gas fließt. Sollte es zu einem Embargo kommen oder zu einem schlichten Einschränkungen der Gasproduktion oder der Gasversorgung, wird es schwierig. Dann habe ich schon einmal gesagt, würde ich mich sofort anders aufstellen müssen, denn dann müssen wir mit einem deutlichen Einbruch rechnen, der mindestens dann auch nochmal 20% kostet. Das ist nun mal so, daran können wir nicht vorbei. Und eine stärkere Differenzierung stellt ja so ein bisschen die Frage, nach welchen Kriterien sucht man sich denn die Rosinen aus dem Kuchen heraus? Jetzt hatten Sie gerade im Grunde genommen ja schon die Story als Element genannt. Ist das der Hauptfokus für Investments? Wie wichtig ist für Sie die Bewertung oder auch andere Rahmenfaktoren wie Geldversorgung und, so, und das gesamte Marktumfeld? Sollte man wirklich punktuell nur auf das einzelne Unternehmen schauen? Reicht das? Die Auswahl ist riesengroß. Mindestens ausreichend, sagen wir mal, für Normalverbraucher oder für normale Aktionäre. In Deutschland kommen 100 Titel in Frage, auf die man sich im Wesentlichen konzentrieren kann. Das reicht. PayPal und Netflix kennt jeder. Das eine ist ein Finanzdienstleister und das andere ist ein Dienst für Spaß und Freude. Das eine ist also privat, aber auch geschäftlich nutzbar. Das andere ist für die Unterhaltung. Beide haben sich halbiert, beziehungsweise um 75% korrigiert worden und damit stimmt die Rechnung wieder. Nämlich die Kerngeschäfte beider Firmen, die eigentlich miteinander gar nicht vergleichbar sind, sind stabil. Ihre Marktposition gilt als stabil. Ihr Wachstum der letzten Jahre wird sich nicht fortsetzen lassen, sondern halbiert fortsetzen. Also aus plus 20 werden dann plus 10%, sei es im Umsatz, sei es im Gewinn.
Jeder kann jetzt nachrechnen. Was ist der Börsenwert dieses Geschäftes, wenn ein Unternehmen 40 Milliarden Umsatz macht? Wie kann man das einordnen? Was ist das wert? A, wenn es überlebt. B, wenn es die Möglichkeit hat, weiter zu wachsen. Und wie ist dann die Bewertung einzusetzen? Kann ich rein? Kann ich nicht rein? Ich kann rein. Warum? Zu jedem Absturz dieser Größenordnung gehören Korrekturen und Erholungspotenzial. Noch kein Trend. Der ehemalige Spitzenkurs von Netflix ist erst erreichbar in vielleicht 5 oder 4 Jahren, weiß ich nicht. Aber die Zwischenergebnisse, die sind zu nutzen. Also, wenn ich jetzt bei Netflix einsteige oder investiere, investiere ich nicht als ewiges Investment bis zur meiner Pensionierung, sondern ich nutze das Erholungspotenzial einer solchen Aktie. Das wird sich von Quartal zu Quartal wahrscheinlich immer verifizieren lassen. Also kann ich sagen, auf der aktuellen Basis investiere ich und nutze die Erholungspotenziale, die bei mindestens 50% und mehr liegen, wahrscheinlich auch mit Schwankungen. Denn es gibt ja auch mehrere technische Gaps. Und das ist ein ideales Feld für überlegte Rechnungen oder Einschätzungen, was Netflix oder PayPal hier nur stellvertretend genannt, demnächst anstellen werden. Und damit sind wir schon ans Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Meine Damen und Herren, schauen Sie doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, brandneu, mit dem völligen Redesign. Schauen Sie gerne drauf. Viele unserer Briefe können Sie auch im Einzelabruf erwerben. Und natürlich, wenn Sie dauerhaft die Meinung unserer Redaktion in Anspruch nehmen wollen, dann abonnieren Sie auch gerne unsere Briefe, beispielsweise auch die Aktienbörse vom Team um Hans A. Bernecker. Wir dürfen uns verabschieden. Ihnen noch einen sehr guten und sehr erfolgreichen Tag. Ihr Hans A. Bernecker und Walter Thissen, machen Sie es gut. Ich schließe mich dem gerne an.